Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Tutorials. Und zwar diesmal wird es etwas geben, was vielleicht ja ganz gut ist für viele Leute. Und zwar werde ich mit ganz einfachen Mitteln zeigen, wie man ein schönes Haus bauen kann, dass man von sowas hin zu sowas und im Endeffekt zu so einem schönen Häusle hier kommt. Und dass es gar nicht mal so schwer ist. So, die wichtigsten Zutaten, die man meiner Meinung nach dafür braucht, sind insgesamt recht einfach. Also, man braucht erstmal Holz, was man nimmt als einfaches Material. Und der wichtigste Hinweis ist, ihr sucht euch erstmal einen Rahmen raus. Da mein Haus jetzt nicht so groß wird, ich mache wirklich nur ein etwas kleineres, wird das hier der Rahmen werden. Und der ist jetzt auch schon fertig. Anschließend macht ihr dann über den Rahmen halt ja diese Querbalken hin und dann hättet ihr eigentlich schon die Grundstruktur der ersten Etage eures Hauses fertig. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu viereckig. Ich finde längliche Häuser immer ein Stück besser als viereckige. Dann wird das einfach ein bisschen länger gemacht. Fertig ist. So. Das nächste ist, normalerweise würde man vielleicht anfangen, hier rein das Holz zu bauen. Das ist komplett falsch. Also unbedingt immer darauf achten, dass in Minecraft Tiefen entstehen. Tiefen sind unfassbar wichtig. Deswegen macht ihr, anstatt das Holz hier außen hinzusetzen, das Holz nach innen hin. Und würdet ihr jetzt ein Dach raufpacken, hättet ihr schon mal ein Haus, was wenigstens ein Stück schöner aussieht. Ey, mein Kater kratzt mich gerade ein bisschen. Was wenigstens ein Stück schöner aussieht als ein reguläres Haus. So, dann noch hier die Seitenwand fertig machen. Ja, also wie gesagt, es ist nur ein kleines Beispiel. Und fertig ist das. So, das nächste, was ihr braucht, ist erstmal sowas wie eine Tür. Die mache ich mal ganz spontan. Wo mache ich sie hin? Ja, ich würde sie hier vorne hin machen. Ja, das ist jetzt eine Einertür, das ist überhaupt nicht schlimm. Nehmen wir mal. Ja, was würde ganz gut. Ich glaube, diese klassische Oak Door würde ganz gut hier hinpassen. Ja, ist schon zu einfarbig. Wo man natürlich auch darauf achten muss, ist, dass die Farben halbwegs sich unterscheiden voneinander. Genau. Hier, das ist hell, also nehme ich eine dunkle Tür, damit das so einen kleinen Unterschied hat. Und die Grundstruktur ist fertig. Jetzt könnte man noch ein paar Fenster reinreißen. Zum Beispiel hier und hier. 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 Und hier vielleicht noch ein großes. In die Fenster würde ich dann, das ist so eine Sache, die mache ich grundsätzlich immer eher gerne. Kein weißes Glas, sondern immer gefärbtes. In dem Fall habe ich jetzt hellgrau. Und das ist auch schon fertig. Dann mache ich mal hier noch das so. Und auch wichtig, ich würde die Raumhöhe immer etwas über 3 halten. Also wir wären jetzt bei 4 und 4 finde ich ganz gut. Dann könnte man zum Beispiel hier schon den Abschluss des Raumes hinmachen. So. Und von innen gibt es dann so eine kleine Dekoration, die ich immer gerne mache. Ich nehme Trapdoors, wo sind sie? Also Falltüren. Nämlich immer die dunkle Eiche hier, die Dark Oak Trapdoors, und packe die dort oben ran. Wie ihr es machen wollt, könnt ihr entscheiden. So wäre es zum Beispiel wieder etwas mehr Tiefe, aber ich mache das immer insgesamt gerne ran, weil dann hat man von der Decke immer so eine kleine Abhebung und man kann trotzdem, würde man eine Etage draufbauen, direkt hier oben noch bauen. So, als nächstes würde ich euch das Dach vorstellen. Dächer finde ich immer, ja, können schwierig werden. Das Dach würde ich zum Beispiel so anfangen, dass man einen Überhang hat zu diesem Überhang, der ja schon da ist. Also so hier. Und die Ränder würde ich immer aus einem anderen Material machen als im Endeffekt das eigentliche Dach. Und mir fällt gerade auf, ich habe schon einen Fehler gemacht. Egal, den werde ich euch gleich zeigen. Denn es hilft zur Dekoration später,
wenn man diese Abschnitte des Hauses immer in kleine Abschnitte, die in kleine Teile macht. Das heißt, man hat im Endeffekt sowas hier. Und insgesamt sieht es dann schon ein bisschen gemütlicher aus, weil das Haus von außen kleiner aussieht, als es eigentlich ist. Ja, und es wird gleich nochmal beim Dekorieren der Außenwände recht einfach werden, das so zu machen, anstatt dass man eine riesige hat. Eine riesige Fläche. Dasselbe würde ich dann hier auch nochmal machen. Muss man nicht machen, aber ich finde es immer recht schön. So zum Beispiel. Und immer viel Glas benutzen. So, dann spart man sich die Arbeit der Dekoration auf diesen Teilen des Glases. Und dasselbe hier auch nochmal. Dann haben wir jetzt keine Tür hin, aber die Tür kann man ja dann woanders hinbauen. Zum Beispiel hier hin. So. Als nächstes bauen wir die Ränder aus demselben Material wie unten das Dach. Also zum Beispiel so hier. Und fertig. Wenn das so eine Einermitte ist, dann immer gerne zum Schluss, was ich immer sehr toll finde, wenn die Häuser eine Einermitte haben, einen Slab nehmen und den Slab auf diese Seite ziehen und unter den Slab halt immer eine Stufe noch machen. Also so hier. No. Man muss nämlich viel damit arbeiten, dass Tiefe ist. Es wäre eine flache Wand, würde man hier einen Block hinmachen. Aber wir machen diesen Slab hin, dann ist hier zum Beispiel die Stair hin, dann ist dort noch diese Hälfte. Was immer sehr schön ist. Gleich haben wir den Rahmen unseres Fensters fertig. Huch. So. Moment. Und dann noch hier unbedingt eins hin und hier, weil hier die Säulen sind und die Säulen tragen das Gewicht. Danach soll es auch aussehen. Das nächste, was ich machen würde, ist, ich würde erstmal, je nachdem, wie ihr euer Haus gestaltet, also entweder ein hängendes Dach machen, das würde ich hier aber nicht empfehlen. Das ist das, was ich mal ganz kurz zeigen kann, hier gemacht habe. Das würde ich aber tatsächlich dort überhaupt nicht machen. Ich würde einfach ein ganz normales, gerades Dach machen. Und zwar, indem ich die Stairs ausfülle. Das mache ich kurz offscreen. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. So, das Dach ist fertig gebaut. Das sieht jetzt so aus. Und wir haben schon mal wirklich eine vollständige Konstruktion von einem so einen kleinen Haus. Und als nächstes, das hat man vielleicht auch gerade schon hier hinten gesehen, machen wir diese Teile, die hier zwischenliegen. Und was auffällt ist, ich habe unten immer einen nach hinten gesetzt. Das wird dort nicht mehr so gemacht. Also zumindest mache ich es nicht so. Denn ich arbeite jetzt so vollständig damit, Stairs und Eichhörner benutzt und Slabs. So. Fülle dann erstmal die Teile aus des Hauses. So. Und kann dann so kleine Ornamente reinbringen. Zum Beispiel würde ich als erstes hier das so verzieren, dass man diese Grundstruktur weiterhin erkennen kann. Also so hier. Und dann kann man hier wie eine Art Fachwerkhaus so kleine Verzierungen machen. Das Ganze wiederhole ich dann später auf der anderen Seite. Und man kann jetzt damit arbeiten, dass Stairs die Eigenschaft haben, auch vertieft zu sein. Nämlich so hier. Und wenn man gewillt ist, könnte man theoretisch auch so eine kleinen Sachen wie das hier einbringen. Da sollte man aber auch immer darauf achten, dass man entweder das freilässt oder insgesamt noch einen Layer hier reinzieht. Ich mag das mit dem Layer eigentlich ganz gerne. Da wird zwar das Haus kleiner, aber es sieht trotzdem alles schöner aus. Hier könnte ich sogar schon fast sagen, dass es sich eher lohnen würde, sowas reinzumachen. So hier. Achso, Moment. So natürlich. Da braucht man das Layer in dem Sinne eigentlich gar nicht. Außer vielleicht. Ne, doch, nicht mal hier oben braucht man das. So, und dann kann man das ohne Layer machen und man hat doch im Endeffekt mehr Platz. Und unten ist ein Villager, der Türen öffnet und ich weiß nicht warum. Das wiederhole ich dann schnell offscreen auf der anderen Seite. Und wir sind auch schon fertig mit dem oberen Teil des Hauses. Und zwar für jetzt erstmal.
Als nächstes würde ich mir sowas nehmen wie Fences, also Zäune. Ich nehme mal Spruce hierfür, Slabs aus Spruce und ich gebe mal Spruce ein, dann ist das Ganze einfacher. Was noch? Ja, Fence Gates kann man auch immer gerne benutzen, Trapdoors, Buttons, Stairs. Genau. Und jetzt gilt es einfach nur noch, das zu machen, was ich immer ganz cool finde, Dekoration. Zum Beispiel ganz unten kann man immer als erstes Grasblöcke verteilen unter den Fenstern und daraus dann, hier würde ich auch noch einen hinmachen, daraus dann Pflanztöpfe machen. Und zwar immer wieder mit einem anderen Holz, weil je verschiedener man baut in dem gleichen Farbton, desto schöner sieht es im Endeffekt aus. Also zum Beispiel haben wir ich mir hier für den Farbton Braun entschieden, offensichtlicherweise, weil es halt Holz ist. Und genau. Genau, und das passt insgesamt sehr gut zusammen. Auch dass es jetzt eine Wüstenregion ist und das Grasbraun macht, das passt eigentlich auch ganz gut. Sieht zwar nicht schön aus, aber es passt. Und jetzt im Endeffekt gilt es nur noch, zum Beispiel sowas hier zu machen. So kleine Ornamente, wobei ich das hier nicht machen würde, weil das und die Trapdoors hier die gleichen sind. Deswegen würde ich hier erst eher zu Stairs und Slabs greifen. Und was ich wichtig finde, ist, man sollte es zwar ordentlich vollpacken jetzt damit, aber trotzdem vielleicht darauf achten, dass alles in etwa gleich aussieht. Also symmetrisch zum Beispiel, außer man möchte extra darauf gehen, dass es nicht so ist, weil das Haus vielleicht kaputt ist. Also in Anführungszeichen kaputt, ihr baut das ja kaputt dann im Endeffekt. So, da sind wir auch schon fertig mit den Seiten hier. Man hat jetzt ordentlich Tiefe reingebracht. Theoretisch könnte man jetzt auch noch damit arbeiten, dass. Ach so, doch, natürlich, dass Blumen platziert werden. Zum Beispiel hier so eine Cornflower oder eine Poppy oder was haben wir dann noch? Pilze würde ich jetzt nicht nehmen. Das da, die Orchidee. Können wir mal unterschiedliche nehmen. So, hier kommt eine Orchidee und die Cornflower hin. Dann noch eine hiervon, die kann dort. Und zum Schluss noch Allium und die Blume dort. So. Jetzt haben wir ein bisschen Farbe gebracht. Das soll nämlich auch sein. Und zu guter Letzt natürlich noch diese Region hier. Ja, also entweder man macht das hier wieder, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Es sieht ganz gut aus, wenn man es so wiederholt. Oder was ich vorne zeigen werde, ist, dass man ein anderes Muster nehmen kann. Zum Beispiel kann man hier die Ecken festmachen. Na gut, das würde ich eher wie. Doch, obwohl. Ich möchte es gleich haben. Das geht ja nicht. Wegen den Trapdoors. Hier kann ich nichts hinplatzieren. So. Dann könnte man hier so einplatzieren. Und hier Stairs hin. So, das sieht vollkommen in Ordnung aus. Könnte man noch so machen. Oder so hier vielleicht. Würde ich tatsächlich nicht machen. Ja, das geht. Wobei man dann doch im Endeffekt so hier machen könnte. Das geht total gut. Und im Endeffekt sind wir jetzt von außen mit unserer Häuserfassade fertig. Was ich euch jetzt noch zeigen könnte, ist, indem man mit Bricks und Slabs, hier sind sie, einen Schornstein baut. Den Schornstein würde ich immer etwas weiter hinten vom Eingang platzieren. Ich weiß nicht, das ist mir so aufgefallen bei Häusern, dass das grundlegend immer so ist. Oder beziehungsweise immer ganz gerne so gemacht wird. So. Und dann könnte man entweder mit Cobwebs oder mit verschiedenen Glasstufen hingehen. Da geht man dann von Weiß, Light Gray, Gray, Black. Also entweder man macht das so mit Cobwebs und verteilt die so. Das mache ich tatsächlich eher weniger gerne, aber falls ihr ein bisschen erfahren seid mit der Nutzung von Glas, immer so schräg in eine Richtung. So, dann könnte ich euch das empfehlen, so hier. Das finde ich tatsächlich schöner, aber das kommt wieder auf den Geschmack an. So,
Das wäre jetzt fertig und ich finde, wir haben das soweit von außen insgesamt auch fertig. Was ich jetzt noch machen würde, ist das allerletzte und zwar, wie heißen die Teile? Genau, Stripped Wood nehmen. Die Helligkeit ist jetzt von außen so mittelhell, deswegen würde ich, und wir benutzen von außen dunkleres Holz. Ganz dunkel würde ich für den Innenraum, ja, kann man machen. Ich mache es hier nicht. Ich nehme immer als Boden ganz gern diese Stripped-Holz-Sachen. Oh, das war falsch. Weil die eine Textur in den Boden reinbringt, die man mit anderen Baumaterialien unmöglich erzielen kann, weil man die nämlich in Richtung platzieren kann. Und sie sind nicht so aufdringlich, wie als würde ich jetzt hergehen und so eine Stems hier platzieren, die sowas hier. Das finde ich zu aufdringlich. Und wir befinden uns natürlich wieder in dem Standardton unseres Hauses, der da ist braun. So. Und dadurch, dass ich jetzt das gebaut habe, so mit den Trapdoors hier, könnte man das Ganze hier oben wiederholen. Das mache ich mal schnell offscreen. So, und dann sieht es im Endeffekt so aus wie jetzt. Was ich dann noch empfehlen kann, ist, damit das halbwegs einheitlich von innen aussieht, denn von innen ist einheitlich immer ganz schön, weil man dann die Möbel besser verteilen kann. Das werde ich euch aber nicht in diesem Video zeigen. Vielleicht in einem anderen mit demselben Haus. Ist jedoch, dass man. Oh, das ist doof. Egal, das können wir beheben. Ist, dass man diese Wände hier einheitlich macht. Und. Ja, vielleicht so hier. Naja, das passt sogar ganz gut. Wenn man sie einheitlich macht, dann sieht das nämlich im Endeffekt so aus wie gewollt. Und nicht so seltsam, dass dort verschiedene Materialien, meine ich natürlich, irgendwie genutzt werden. Und wir hätten eigentlich jetzt schon unser Haus fertig. So, sieht das von außen aus. Und von innen haben wir es so gemacht. Oh, ein Fehler. Ja, das passiert leicht bei denen. So mit diesem Schachbrettmuster. Und das allerletzte, was ich euch zeigen würde, ist, wie man Beleuchtung an das Haus noch ranbringen kann. Ich würde da entweder Lanterns, ja, Lamps oder Glowstone empfehlen, wobei ich finde, dass die Lamps am besten aussehen. Deswegen nehme ich Lamps mit einem Lever. Und das, was wir noch dazu brauchen, finde ich schon an der Hauswand noch. Nämlich würde ich das so hier machen. So. Und dann hat man, ja wohl, vielleicht doch eher so hier. Dann hätte man so eine kleine Lampe noch, wobei ich hier doch eher zu, ja doch, Sea Lantern geht. So. Genau. Ja, man könnte es so machen, zum Beispiel noch. Oder man macht es von unten so. Und von außen dann den. Ja, genau, so meinte ich natürlich. Dann noch von der Seite so. Und dann hat man schon eine kleine Beleuchtung an der Außenwand. Sea Lanterns, wenn man sie hat, sind sie super. Wenn man sie nicht hat, wirken sie teuer, aber nicht zurückschrecken, einfach anbauen. Dafür braucht man sie ja. Und dann hat man schon wieder mehr Tiefe hier drin, ne? Und mehr Tiefe equals sehr gut. Und das war's insgesamt mit dem Haus. Ich hoffe, ihr habt euch viele kleine Hinweise davon ziehen können. Also Tiefe, 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 wichtig. Halt immer die Wand ein nach hinten setzen. Gleicher Farbton. Aber auch mal aus dem Farbton rausstechen, wie zum Beispiel mit den Blumen oder der Schornstein tut das eigentlich auch ganz okay. Oder die Bricks hier. Dafür helfen insgesamt Treppen ganz gut und ja, keine aggressiven Sachen benutzen. Zum Beispiel hier innen. Keine Stämme benutzen, sondern etwas, was dort reinpasst und immer akzentuieren. Und ja, auch wenn man zum Beispiel diese Fassade so Remi-Demi hat wie hier, also es ist wirklich alles voll, dann kann man auch oben sich mal erlauben, das Dach schön glatt zu haben. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls es euch nicht gefallen hat, dann klickt weg. Ja, Kommentar würde mir sehr helfen. Abo könnt ihr auch gerne machen, ist kostenlos. Und baut es gerne nach. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video, falls wir die Inneneinrichtung machen. Tschüss.